Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einem neuen Teil The Hunter Call of the Wild mal wieder. Ja, ich habe mal wieder Bock und ich habe mal wieder Bock auf Hirschfäden. Wir gehen ein bisschen spazieren und wenn euch das Video gefällt, vergesst den Like nicht, vergesst das Abo nicht und vergesst den Kommentar nicht. Das fördert den Algorithmus und das pusht mein Video. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil The Hunter Call of the Wild und damit let's go. Ich muss gucken, ob ich wieder in die Steuerung reinkomme. Ich habe eigentlich in letzter Zeit nur Way of the Hunter gespielt. Aber ich denke schon. Mein Fernglas ist nicht auf der 4, sondern auf der 5. Das muss ich mir merken. Das ist das Wichtigste. Ich habe so ein bisschen Rückenwind. Das ist eigentlich eine schlechte Position. Aber wenn ich jetzt schon mal nach 2 Minuten Aufnahme einen Rothirsch höre, dann gehe ich da auch hin. Gucke ich mir den auch an. Ich würde mich eigentlich hinlegen und habe gepfiffen. Boah, ey, richtiger Profi. Ich sag ja, ich habe in letzter Zeit nur Way of the Hunter gespielt. Da kann man nicht pfeifen. Oh Gott. Fail. So, da vorne haben wir eine rote Hirschkuh ruhend. Aber ist sie alleine oder hat sie vielleicht noch eine Gruppe dabei? Das ist jetzt die Frage. Also ich sehe erstmal nur die Kuh. Hier ist noch eine Kuh. Hier, sie ist also nicht alleine, aber irgendwie entdecke ich da auch keinen Hirsch. Ich gehe mal näher ran. Ich bin jetzt schon auf 80 Meter ran. Was soll passieren? Oh doch. Hier ist ein Achter mythisch dabei. Okay. Den hätte ich gern. Da vorne ist noch ein Hirsch. Was ist mit ihm? Er ist auch 8 mythisch. Welcher von den beiden scoret höher? Der da hinten, theoretisch. Okay, dann nehme ich den. Erwischt. Wo ist der andere da? Könnte auch was gewesen sein. Mal sehen. So, erster mythischer. Gold 230,44. Schön, Doppellunge Herz. Einmal alles bitte. Nice. Ah, das ist ein schönes Geweih. Ne? Also ein riesiges, aber schönes Geweih. Finde ich gut. Keine Organe bei dem anderen. Ah, okay. Naja, den anderen haben wir leider nicht getroffen. Also nicht gut. Getroffen haben wir schon, aber nicht gut. Naja. Oh, hier haben wir einen Wiesent vor uns. Hat uns schon gewarnt. Wir nähern uns. Jetzt sehe ich nur Weibchen. Das ist ein Zweier. Ja, nehmen wir den Zweier raus. So, du darfst dich nochmal umdrehen. Ja, und... Bäm. Schönes Ding. Euer Wiesent. Silbernes Wiesent. Oh, ey, als hätte ich gewusst, wo das Herz ist, ne? Also ich weiß es ja auch, aber ey, guckt euch diesen Schuss an. Schön. 94,76. Ab 110 wäre Gold gewesen. So, hier haben wir auf der anderen Flussseite auch nochmal Wiesenter. Aber auch nur ein Zweier. Ja, scheiß drauf, ich nehme den Zweier. So, noch ein Zweier Wiesent. Wir nullen auf 150 Meter. Schuss. Ja, der sah gut aus. Na komm schon. Fall um. Okay, gehen wir rüber. Oh, hier drüben ist ein Vierer. Ich glaube, ich nehme den Vierer hier drüben auch nochmal.
150 Meter genullt und plus. Oh, das war ein Herztreffer. Sehr gut. Schönes Ding. So, suchen wir uns den Zweier nochmal. So, hier liegt er. Single-Lunge. Ja, tatsächlich ging die Kugel nicht in die Doppellunge. Schade. Sonst hätte es noch vielleicht ein Herztreffer sein können. 94,76. Schön. Jetzt sind Vierer. So, Vierer Wiesent. Gold 127,48. Oh mein Gott. Diamant wäre ab 127,6 gewesen. Das ist sehr knapp. Das war sehr, sehr knapp. Doppellunge, nee, Doppellunge Herz nicht, Singellunge Herz. Ah, okay. Schön, schön. Komm her, Mädchen. Das war auf jeden Fall ein guter Treffer. Den ersten Treffer, das kann ich nicht sagen, ob der gut war. Ich glaube, da habe ich in den Schädel getroffen. Gucken wir uns mal an. Da vorne ist umgefallen. Sehr schön. Ja, wir haben Trophäenorgan verletzt. Der erste Treffer ging in den Schädel. Schade. Aber der zweite dann in die Single-Lunge. Was macht er denn da? Ach so, die sind übereinander gestiegen. Neu. Das sah komisch aus. Hier sind nur Weibchen unterwegs gerade. Schade. Ein Dreier dabei. Noch ein Dreier. Ah, ich versuche mal den Dreier. Den vorne, der die Herde anführt. Habe ich ihn erwischt? Das sieht schlecht aus. Aber ich habe zu weit vorgezielt. Na doch, den habe ich gut erwischt. Den habe ich gut. Wir gucken mal. Wir gucken da mal in den Wald rein, was wir da erwischt haben. So, einen Dreier haben wir erwischt. Silber 95,07. Okay, der erste ging ins Schulterblatt und der zweite dann in die Singellunge. Schön. Und da liegt noch einer. Das müsste der andere Dreier sein. So, der ist Gold. Singellunge 112. Schön. Ah, hier ist er. Hier ist er. Okay. Die Ranger. 75 Meter nur. Und dann machen wir mal einen Genickschuss. Oder einen safen Schuss. Da ist jetzt ein Stein davor. Problem sind die Steine jetzt hier, ne? Ich weiß nicht, wo er ist. Ist er noch hinter dem Stein oder nicht? Sind halt jetzt auch schon sehr nah dran, ne? Anscheinend ist er nicht mehr hinter dem Stein. Wo ist er hin? Na, also ich glaube, ich habe ihn verloren. Es war aber auch nur ein Zweier. Also ich weiß nicht, wo er hin ist. Ja. Na, das war, glaube ich, nichts. Wird nur auf der Flucht erwischen. Oh, da vorne haben wir Rothirsch. Okay, da ist ein Sechser dabei. Nicht schlecht. Ja, gehe ich mal ran. So, Sechser Rothirsch. Ich nur auf 150 Meter.
da legt er sich hin. Schön. Oh, hier ist ein Vierer, okay. Vierer Wiesent. Den nehmen wir auch gleich mit. Nachladen, Kinder. Nachladen ist wichtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er hat sich sofort hingelegt. Top. Sehr schön. Okay, sammeln wir mal zuerst mal den Rothirsch ein und danach das Wiesent. So, silberner Rothirsch, Doppellunge, 163. Schön. Top. Vierer Wiesent, 120,13, Doppellunge Herz, einmal alles bitte. Schönes Tier. Sehr, sehr gut. Da ist noch ein Vierer. 180 Meter. Nehmen wir mit. Habe ich nicht gut getroffen? Er verliert einfach kein Leben. Da habe ich dreimal Scheiße getroffen. Das gibt's ja gar nicht. Einfach schlecht. Ich bin nicht mehr so drin in dem Game. Aber das will ich wieder ändern. Also ich will jetzt wieder, statt Way of the Hunter, würde ich jetzt wieder verstärkt The Hunter Call of Survive spielen. Damit ich wieder ein bisschen besser werde, ein bisschen reinkomme in das Game. Ist ja schon was anderes. Tatsächlich. Naja, aber ich würde sagen, das war es auch schon wieder. Kleine, kurze, knackige Runde Hirschfelden. Ein paar Wiesent erlegt, ein paar goldene Hirsche erlegt oder zumindest einen goldenen Hirsch. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst das Abo nicht, vergesst den Like nicht, vergesst den Kommentar nicht. Und ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.